Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute mit dem Video am 12. Juli 2018. Also, was erwartet dich heute an dem heutigen Tag, also als Tagesbotschaft? So, heute haben wir auch den letzten Portaltag in diesem Zyklus und an diesem Portaltag geht es darum, dass du immer mehr in deine innere Weisheit kommst, in deinem So-Sein, in diese vollkommene Verbindung zu der göttlichen Quelle, zu dem Urschöpfer. Und so wirst du auch deine klare innere Stimme der Weisheit in dir immer mehr wahrnehmen und auch leben und folgen. Und auch wenn jetzt so negative Gedanken oder manche Situationen oder Szenarien oder Sorgen in dir hochkommen, erkennst du, wie bedeutungslos die doch sind. Dass du dich über diese Situation erhebst. Ja, und du diesen tiefen Verbundenheit mit der Weisheit in dir spürst. Und dass du das wunderbar umwandeln kannst. Und du bist nun auch bereit, deine innere Führung zu folgen durch diesen ganzen Prozess, den du umgewandelt hast. Also jetzt diesen Portaltage auch. Es ist einiges auch an Energien durch die Transformation gegangen. Und bist du jetzt auch bereit, deinem Herzen zu folgen? Und du bist verbunden mit der höchsten Ebene und du spürst diese tiefe Weisheit immer mehr in dir. Das sind die Tagesenergien allgemein für heute und ich bitte dich, stimme dich auf dich ein, auf deine Frage ein und bevor ich die Botschaften aufdecke, dass du dich zentrierst. Und dich bereit machst für den Tag, die Augen schließt und einfach in der Energie der Kristallschale eintauchst. Ich hoffe, du konntest dich wunderbar einstimmen und bist bereit für die Botschaft. So, die erste Karte ist Wahlblau Schutz und Liebe. Hülle dich in das bläuliche schützende Licht der Weltmeere. Fühle ihre unendliche Liebe, liebevolle Führung, Gnade und Barmherzigkeit. Du bist unendlich geliebt im Ozean des Friedens. So, und hier kamen zwei Seelenkarten, also Seelenschlüsselkarten. Die eine ist die Selbstfindung und die andere die Ordnung. Und da ich denke, dass das der letzte Portaltag ist, dass die eine wesentliche Bedeutung für uns alle haben, und deswegen lese ich euch auch gerne die Bedeutung vor. Warum geht es hier heute? Wer bist du wirklich? Versuchst du ein Bild von dir aufrecht zu erhalten, damit du Anerkennung erntest? Oder gelingt es dir, so zu sein, wie du tatsächlich bist? Hinterfrage unter diesen Aspekt von allem deinen aktuelle berufliche Aktivität, aber auch dein Liebesleben. Es geht nicht darum, nach außen hin zu glänzen, es geht aber sehr wohl darum, von innen heraus zu strahlen. So, wie es diese Karte zeigt. Also,
hier von innen heraus zu strahlen. Diese Karte deutet ein Umdenken an. Es macht im Moment wenig Sinn, mit großem Kraftaufwand etwas erreichen zu wollen. Es macht auch wenig Sinn, an einem Ziel, das du dir selbst gesteckt hast, festzuhalten. Vielmehr geht es darum, einfach zu sein, denn dann werden sich dir neue Wege eröffnen, die du wie ein Pionier mit offenem Geist wagen solltest. Also es geht, dass du deinen Blick nach innen richtest. Es geht darum, dass du dein Leben im Inneren lebst und nicht im Außen und dass du das nicht so zeigst und im Außen bist. Auch erwähne ich jetzt hierzu. Natürlich haben wir alle wunderbare Möglichkeiten, jetzt mit Social Media zu kommunizieren und alles zu teilen und uns zu präsentieren und zu zeigen. Aber überdenke, auch du überdenke, wahre Gefühle, wahre Beziehungen, wahre Liebe wird nicht im Facebook gelebt, ja? Es wird diese Kostbarkeit anders gelebt. Also das braucht nicht zu zeigen. Man kann hier und da ein schönes Bild hochladen, aber viele Menschen leben sehr im Außen. Und hier werden wir alle aufgefordert, unser Blick nach innen zu richten. Im Inneren zu glänzen, nicht im Außen zu zeigen, schau mal, wie toll, ich habe hier eine tolle Liebe, ich habe hier ein tolles Haus, ich habe hier einen tollen Urlaub oder ein tolles Auto. Ja, also dass man da zurückfindet, ja. Und hier kam ich zu der zweiten Karte, zum Ordnung. Also nutze deinen logischen Verstand. Sammle und analysiere die Fakten, welche dir vorliegen. Also Bezug auf heutigen Tag. Konzentriere dich dabei auf das Wesentliche. Gib das, was dir als unwichtig erscheint, ab. Schenke hingegen dem, was dir als wesentlich erscheint, deine besondere Aufmerksamkeit. So schaffst du Ordnung in deinem Leben. Worauf beziehen sich deine Worte und deine aktuellen Leben? Wo spielen sie sich in deinen zentralen Lebensfrage wieder? Wo spiegeln sie sich in deiner zentralen Lebenslage wieder? Es geht darum, dass du jetzt eine neue, geordnete Struktur erschaffst. Plane diese neue Struktur und setze sie dann real in die Tat um. Beachte dabei allerdings unbedingt, dass du dich auf deinen Ordnungsplan nicht zu sehr fixierst. Denn das, was du weißt und jene Fakten, die dir vorliegen, sind lediglich ein Teil des Ganzen. Du weißt es nicht. Du weißt dann so nicht alles. So, lass das mal auf dich nachwirken. Und jetzt schauen wir noch mal, was die Drachen dazu sagen. Es kam heute, dass du dich entspannst. Erlaube mir, mich jetzt vollkommen zu entspannen und loszulassen. Und diese Karte ist auch voll in Grün. Auch die Herzfarbe, die Herzchakra, hier siehst du auch eine Herzform. Lass alle Sorgen, alle Bedenken, alles los und entspanne dich, ja? Und da kam die Selbstverantwortung. Ich liebe und achte mich selbst und den Weg, den ich gewählt habe. Und dass du immer mehr in die Selbstachtung kommst. Dass du einfach in die Liebe, das ist ja auch wieder die Herzfarbe mit Rosa hier drin, sogar die Herzheilung drin, dass du
dich nicht verurteilst, auch wenn Schwierigkeiten da sind oder den schwierigeren Weg gewählt hast, sondern dass du dich achtest und annimmst und in der Dankbarkeit gehst und sagst, ich achte mich selber für diesen Weg. Ja, jetzt schauen wir mal, welche Engel bei dir ist heute. Es kommt der Engel für Verantwortungsbewusstsein. Ich bin mir meine Verantwortung in Liebe bewusst. Und Engel für Entscheidung und Neuorientierung. Ich treffe selbst meine Entscheidungen, damit nicht über mich entschieden wird. Also vielleicht hast du hier eine Richtung heute, die du ändern möchtest, dass du dich da entscheidest damit und neu orientierst, damit es nicht über dich entschieden wird, und übernimm dafür die vollkommene Verantwortung. Das war die Tagesbotschaft vor dem letzten Portaltag, also den letzten Portaltag in diesem Zyklus, an dem 12. Juli 2018. Und morgen haben wir den Neumond im Krebs. Und dazu habe ich bereits ein Video hochgeladen. Wenn du meinen Kanal folgst oder abonnierst, wirst du das auch dann an meinem Kanal entdecken. Und auch einen Neumond-Ritual. Und bei Interesse, schau dir das Video an und informiere dich darüber. Wenn du daran teilnehmen möchtest, freue ich mich, mit dir gemeinsam dieses Ritual vornehmen zu können. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.